So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu PVZ GW2 natürlich mit mir, eurem Whitey. Und Freunde, wir haben die letzten Events des August, obwohl wir schon September haben. Aber das ist nicht schlimm, Freunde, denn im September starten die Super September Events, wo ich natürlich auch wieder für euch am Start sein werde. Also könnt ihr euch drauf freuen. Vom 7. bis 11. gibt es den Super Mix Modus mit einem Knall. Vom 14. bis 18. ja, gibt es die Community-Herausforderung. Vom 21. bis 25. September, ich habe am 25. September außerdem Geburtstag, gibt es den Supermix mit Ruhe vor dem Sturm. Und am 28. bis 2. gibt es eine Yeti-König-Bossjagd. Aber heute, Freunde, heute gibt es, worauf ich mich mega freue, die Bossjagd der Spukkürbis kehrt zurück, Freunde. Ja, ich habe es schon einmal angespielt, damit ich ungefähr weiß, was ich da zu tun habe. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt gleich kein vernünftiges Team habe, die wissen, was sie tun müssen, wird das nichts. Weil dafür brauchst du mindestens einen Dreier. Wenn nicht sogar, du brauchst eigentlich, rein theoretisch, bräuchtest du ein Vierer-Team. Und am besten noch mit denen du auch kommunizierst, heißt redest. Ja, warum, werdet ihr jetzt gleich sehen. So, von der Aufmachung her, muss ich persönlich sagen, ist es wirklich das Geilste. Also ich hatte das mit dem Kürbis noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das komplett neu ist. Ich weiß es nicht. Ich kannte das mit dem Yeti-König, kannte ich. Dann kannte ich das mit dem mit dem Bigfoot. Das habe ich sogar geschafft mit dem Bigfoot. Und das war's, glaube ich. Ich glaube, ja. Und das jetzt mit dem Kürbis. Also mehr kannte ich jetzt wirklich noch nicht. Wie gesagt, das gefällt mir wirklich am meisten. Aber ihr werdet jetzt gleich erstmal selber sehen. Wir sind auf jeden Fall auf der Zombie-Seite. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt direkt in was reinkomme, was auch zieht. Wisst ihr, wie ich meine? Wo ich dann auch direkt ein paar gute Leute drin habe. Weil ich glaube, ich werde erstmal suchen, bis ich da ein paar gute Leute habe. Weil sonst wird das nichts. Ihr werdet gleich sehen, wieso, weshalb und warum. Allein das Bild ist mega. Allein das Bild ist mega, da laufen gleich Schnapper rum, ich hasse Schnapper, aber da laufen gleich Schnapper rum mit dem Kürbis, mit der Kürbisdeckel auf der Birne. Ey, das ist einfach so unglaublich cool gemacht. Das ist so unglaublich cool gemacht. Okay, das Ganze beginnt natürlich wieder mit den Ködern hier, Freunde. Wir müssen hier die Süßigkeiten verteidigen vor den ersten Pflanzen. Aber ich hoffe, dass die beiden jetzt hier nicht hier den alleinigen Angriff starten hier. Da habe ich keinen Bock drauf. Also, weil die greifen hier volles Fund schon an, ja, die Leute. Ob das so gut ist, kann ich euch nicht sagen. Wir werden sehen. Ich verteidige erstmal. Habe auch jetzt extra einen genommen, der schon bei mir voll aufgewertet ist. Damit das erstmal, ja, einigermaßen rockt hier, ja, Freunde. Sonst wird das ja nichts. Guck mal, da sind die Schnapper, Alter. Voll cool, ey. Ich schwör's euch, die sind richtig cool. Mit dem Kürbis drauf. Das ist so geil gemacht. Aber natürlich viel Schaden, ihr seht. Viel Schaden, extrem viel Schaden. Schaden ohne Ende. Dankeschön. Aber sind natürlich auch die Giftkürbisse, ne? Haben sie natürlich auch die richtigen rausgesucht. Hier, ey. Heil mich, genau, mach eine Bombe. Ja, 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 komm, explodier. Yes. Boah, Hammer. Ich brauche Heilung, ich brauche Heilung. Heil mich, heil mich! Der Spukkürbis. So, er macht auch Feuer. So. Am Anfang können wir ihn natürlich nicht anhitten hier, wie ihr sehen könnt. Das wird einfach nichts, der kriegt keinen Schaden. Aber ist ja immer so. Ist ja immer so. So, jetzt passt auf. Jetzt erscheinen da oben zwei Friedhöfe. Die muss man verankern. Das heißt, da müssen jeweils zwei Leute drin sein. Ein da, ein da. Und die anderen beiden müssen den angreifen. Und so wie es aussieht, machen die das auch. So, und jetzt kommt nämlich ein Wächter. Die müssen da oben drin bleiben. Gehen die da raus, da oben. Ja? Dann ist der Wächter wieder weg. Und es fängt alles von neu an. Das heißt, die müssen da oben drin bleiben. Das heißt, zwei Leute müssen den Wächter attackieren. Und natürlich ist es schlau, dass ich es mache. Und eigentlich ein Heiler. Aber der Heiler kommt nicht zu mir.
Der ist bei dem Spukkürbis, weil er es nicht rafft. Okay, dann muss ich mich selber heilen. Geht ja nicht an, jetzt muss ich mich selber heilen. Der rafft es nicht, der Kunde. Heil mich, komm. Seht ihr da? Der rafft es nicht. Ich alleine hier, das ist wunderbar. Ich liebe es. Seht ihr, ich bin alleine hier. Wie soll ich den alleine fertig machen? Jetzt habe ich mich selber eingeklemmt hier, ey. Da ist er! Ich komme hier nicht mehr raus! Oh mein Gott, da ist er. Jetzt komme ich. Jetzt wir beide. Heil mich. Endlich hat das gerafft. Digga, du musst den Strahl auf mich halten. Der macht nichts. Warum macht er denn nichts mehr? Digga! Anstatt der seinen scheiß Strahl auf mich hält, ne? Das ist so dumm. Er macht es nicht. Guck mal, wie... Boah, really? Really? Ohne Scheiß, sowas riecht mich auf. Dass ich mich selber heilen muss. Das kann's nicht sein. Der ist schon wieder... Oh. Jetzt ist er weg. 3, 2, 1. So weit war ich noch nie. Okay. Was? Der hungrige Eimer kommt. Was? So weit war ich noch nie. Der hungrige Eimer will Süßigkeiten. Wo kriege ich die denn her? Wahrscheinlich da vorne, ne? Oh, ich komme nicht weg. Von hier nicht. Wahrscheinlich von dem da unten. Ich glaube, es war schlau, dass ich den genommen habe. Haben wir. Okay, extra Zeit, weiter. Da vorne. Los, kommt! Alter, so weit war ich noch nie. Okay, nächster. Wo ist der Champion? Da oben. Noch einer davon. Ganz easy. Was schießt denn da von der Sa... Scheiß Zitron. Okay, Katze nochmal. Wo ist da unten? Ist er. Da, renn. Sammel ein. Noch mehr, Alter. Wie viel denn noch? Schon spannend, muss ich sagen. Weil ich nicht weiß, was genau passiert. Okay, eine Rockerbse. Oh Gott, passt auf, Leute. Die scheiß Sonnenblume, halt ihn!
Nein! Alles umsonst, ey. Alles umsonst. So weit gekommen. Nochmal ein Hunger. Jetzt die ganze Kacke nochmal. Boah, hart, Alter. Vielleicht musst du das auch nur einmal schaffen, ne? Und dann... Seht ihr, ich hatte gerade den Eimer. Da konnte ich nämlich keine Power-Attacken machen. Ich hoffe ja mal für die, dass der Dingens genommen hat, der... Er hat einen Heiler genommen. Jetzt kann der doch nicht heilen, der Typ, ey. Oh Gott, ey. Ach, kann es sein, dass wenn ich... Weil ich gestorben bin, ich hatte den Süßkram dabei, dass dann mein Team kaputt gegangen ist? Das kann sein, oder? Dass das meine eigene, dass das mein Fehler war. Obwohl ich sagen muss, ja gut, es war ja indirekt was mein Fehler. Was soll ich denn machen? Kann ja nichts dafür. Ja, genau. Der darf nicht sterben. Okay. Kapiert. Und dann geht das Team kaputt. Okay. Es war ja gar nicht... Es war ja gar nicht so dumm. Wisst ihr, wie ich meine? Es war ja gar nicht dumm gewesen. Ja, Heiler, komm mal bitte nach hier, Alter. Ja. Komm, lass uns das doch zusammen machen. Warum haben die das denn da oben jetzt nicht verankert? Der raffte. Digga, was tust du denn da auf? Digga, was tust du denn da oben, Mann? Gerade hast du es doch auch kapiert. Mann, er ist... Oh. Alter, treff den mal aus. Treff den mal so. Hinter dir! Ich nehme den Eimer! Wo ist der? Digga. Jetzt konzentriert euch! Wo ist der Champion hinter uns? Dreh dich um! Alter, wie kann man nur so...
Er verbraucht seinen Superschuss. Den verbraucht er. Einfach so, weil es Spaß macht. Weil er total lustig ist. Ich muss weg. Boah, das war knapp. Der Eimer ist im Zuckerrausch. Alter. Okay, wir können wir ihn angreifen? Ich glaube, ja. Jetzt können wir ihn angreifen. Geh weg. Jawohl. Nein. Okay. Das war nicht schlecht, das war okay. Lauf zurück, lauf zurück. Muss ich ja wieder hoch. Der da unten, der begreift das nicht. Leute, den Champion, bitte, den Champion, bitte. Nicht den Champion. Alter, der tut so weh, wenn ich das sehe, ne? Was der da macht. Der rafft das nicht, Alter. Der rafft das nicht. Ich komme doch nicht dahin. Ach, lass ihn dumm sterben da, ehrlich. Cool, wenn der Baum hier hochkommen würde. Das würde alles so vereinfachen. Und wenn der Typ mal mit seiner Heilung... Ach, würde, ich habe ja hier auch Heilung. Der rafft nicht. Nee, guck mal, der rafft nicht, dass der da den Baum angreifen muss. Nee, ich verstehe nicht. Ohne Scheiß, ne? Das Spiel brauche ich nicht kennen, um zu wissen, dass ich den Champion da hinten angreifen muss. Nein, er rennt hier. Ich komme da hinten nicht so. Ja. Wo ist der Süßigkeiten-Eimer? Ich hol ihn. Wo ist der Eimer? Da unten. Nicht! Nicht! Was der da macht, guck mal, was der da macht. Das
Seht ihr, das war mein Reden. Deswegen sage ich, geh da nicht rein, weil du, Vollidiot, stirbst doch hier. Darf ich bitte den Eimer? Hört auf, den Eimer zu nehmen. Ich gehe da jetzt hin. Heil mich. Komm her und heil mich. Geh mal weg. Der schießt auf seine eigenen, weil der nicht weiß, was los ist, der Typ. Alter, ist noch einmal, ist das noch. Das ist noch einmal. Und das ist machbar. Und das ist jetzt machbar. Ich brauche nur Heilung. Ich brauche nur Heilung irgendwie. Oh Gott, zwei. Wo kommen die denn jetzt her, ey? Egal, ist okay. Nicht schlimm. Jetzt kommen wir nicht mehr weg. Jetzt wird hart. Jetzt ist es hart. Wie viel Leben die haben, ne? Hart, hart, hart. Verstehe auch nicht, warum die da oben nicht mal verankern, die Scheiße. Worauf die warten, verstehe ich nicht. Ja, klar. Weil der da hinten nicht begreift, dass der da oben hin muss. Ja. Warum frage ich überhaupt so dämlich?
traurig, dass nur dieser Christoph da weiß, was zu tun ist. Das ist traurig, ganz ehrlich. Dass nur zwei Leute wissen, was zu tun ist. Das ist echt, das kann nicht wahr sein. Der schießt immer noch auf den Kürbis. Oh mein Gott, Alter, ey, ich würde mich erschießen. Ich kann hier nicht raus, weil ich traue dem ja nicht. Der haut hier ab, seht ihr? Der haut einfach ab hier. Ja, was soll ich machen? Ja, alleine wird das nichts. Oder zu zweit, das wird nichts. Da ist das, weil ich am Anfang sagte, du musst da wirklich vier Mann haben. Und dann ab dafür, ne? Vier Mann. Dann schaffst du das auch. Dann ist das easy. Ganz ehrlich. Vier Mann, zwei Heiler und dann ist das easy. Den Level 9er gibt wenigstens nur alles. Seht ihr das? Der hat sogar den Eimer genommen. Der gibt nur alles hier. Er kämpft doch, Freunde. Er glaubt doch dran. Er glaubt doch dran. Kannst nichts machen. Das hast du hier eine Stunde aufgenommen. Ich werde das dir zurechtschneiden. Dann passt das. Schade. Okay, Freunde. Ja, ich habe jetzt, ein Stündchen aufgenommen. Zweimal versucht. Einmal bis zur letzten Sekunde. Schade. Kannst du nichts machen, Freunde. Kannst du nichts machen. Aber wie gesagt, das ist einfach, wenn du da nicht die richtigen Leute drin hast. Und ich hatte jetzt gerade, der eine hätte gewechselt sein müssen. Nochmal so einer, so wie ich oder wie dieser Level 9er. Dann hätte das vielleicht geklappt, Freunde. Hätte es definitiv geklappt, aber naja. Egal, Freunde, egal. Regen wir uns nicht auf. Na gut. Das waren die Super August-Events gewesen. Ja, im September kommen die neuen Events. Ich freue mich definitiv drauf. Ich muss sagen, das ist ein richtig geiles Event. Ich werde es privat noch versuchen und ich werde es privat auch schaffen. Das weiß ich auch. Wenn ich dann hole ich den Carsten da mit ran, ja, und dann ein bisschen Glück haben, dass wir dann zwei gute Leute mit am Start haben. Dann klappt es definitiv, Freunde. Alles klar. Gut, ich bin raus. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst auch ein Abo da. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns gerne nächstes Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Ich wünsche euch was. Haut rein, Freunde. Euer Whitey.